So, nächster Gegner. Weiter geht's mit FIFA. Gucken wir mal gerade, wie es jetzt aussieht. Ich muss mal gucken, wer. Nächste letzte Spiel war Gott sei Dank 1-3-1 gegen Fern. Momentan sind wir 5 Punkte vor 2000. Wenn wir jetzt der nächste Gegner sind, dann haben wir echt einen Big Point für uns, dass wir das Ding ein bisschen, uns ein bisschen absetzen können. Haben wir jetzt 10 Siege in Folge geholt. Und da waren auch noch einige Spiele dabei. Also Lübeck war nicht ganz einfach. Fair war sich einfach. Haching ist der nächste Gegner, okay. Der Tabellenfünfte, da können wir auf 11 Punkte wegziehen. Naja, mal schauen. Ja, 14. Spieltag, danach haben wir noch drei, ne, 5 Spiele haben wir noch danach. Es geht ja bis 19. So, Vorschlag für die Kapitänsrolle. Wieso soll ich denn für die Kapitänsrolle irgendwen anders reinsetzen? Nein, bleibt so. Es ist Bayern. So, nächstes Spiel. Jetzt hoffe ich, dass die Mannschaft so halbwegs fit ist. Ja, sieht wieder ein bisschen. Wo war ich wechsle den Wechsel da vorne mal. Dann, wo er da mal echt ein Spiel mal vorne verdient hat. Darf jetzt heute mal von Beginn an. Der hat das jetzt die letzten Spiele so gut gemacht. Vor allen Dingen jetzt gegen in Berlin das Siegtor gemacht. Jetzt gegen das 3-1 gemacht gegen Ferl. No. Ach, egal. So, und jetzt das Heimspiel gegen. Nee, Auswärtsspiel in Unterhaching. Da müssen wir auch wieder konzentriert bleiben. Armin Wollen ist wir auch wirklich hochgehen? heute Geburtstag. Alles Gute wünschen wir und Dr. Sandy. Möchten auch Sie Ihre Liebsten grüßen? Dann schicken Sie. Okay, das ging. Ne, Heimspiel ist es sogar. Ich dachte, das ist ein Auswärtsspiel sogar geworden. Aber es ist das Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Also, wie gesagt, 14. Spieltag steht jetzt an in der Danke, Liga. dass Sie heute alle zu diesem Spiel gekommen sind. Begrüßen wir nun die Mannschaften auf dem Feld. Ja, da sind sie doch. Und wir wollen den nächsten Sieg holen. So, Vielen okay. Dank und viel Vergnügen bei diesem Spiel. Na dann, los geht's. Ich denke, die Mannschaft habe ich ein bisschen verhindert. Ich habe Krüger, ich habe jetzt erstmal Krüger für Dings rausgelassen hier. Den links draußen gelassen. Platte, meinen Top-Torjäger rausgelassen, aber einfach nur mal ein bisschen Luft zu lassen, um ein bisschen zu atmen zu lassen. Auch den letzten Spieler hat er ja nicht wirklich getroffen. Letzte Woche hat er auch nicht getroffen. Oder gestern im letzten Spiel. Und dafür darf ich den Wuhler, der jetzt mal zwei Spiele hintereinander von der Bank kam und direkt getroffen hat, mal zeigen, was er von Anfang an kann. Kobylanski. Der jetzt mal ein bisschen vom Tempo, mit Tempo drückt, ich sehe dich. Und so kann man nachsetzen. Gabula doch noch. Der war eigentlich schon weg, der war eigentlich schon mit verzogen. Und da hat zumindest die Frage geklärt, was er von Anfang an kann, nämlich treffen. 1-0, 9. Minute. Ja, eigentlich der war der schon weg, der war komplett verzogen. Und dann macht er Krüger, ich bringe ihn wieder rein und du machst das Ding dann schon irgendwo. So, 1-0. 10 Minuten. Damit hat er es getroffen, der Franzose. Kein Abseits, oder? Doch. Doch, doch, doch. Fuchs. Hat er sich verwandt. Du solltest rätseln. Solltest du mal lassen und dann gut ausgespielt. Ludwig. Ja, und diesmal was Abseits zurück. Auch ein ehemaliger Bundesligist.
Man erinnert sich zum Beispiel an dieses Duell 2001 war das, ging um die Meisterschaft. Schalke gewann 5-2, am Ende wurden trotzdem die Bayern Meister, weil sie dann in der 94. Minute noch ein Tor geschossen haben. Und damals trafen sich Schalke und Daring. Das letzte Heimspiel damals im Parkstadion. Und Daring ist dann, obwohl sie glaube ich 2-0 und 3-2 führten, abgestiegen. Und wir halt leider nur Vizemeister gewonnen. Und da steht es jetzt 2-0 für uns. 25. Minute wieder Gangola. Der auch schon, ich glaube, jetzt 6 Tore hat oder so. Es müssten jetzt 6 Tore sein. Ich weiß es aber gerade nicht auswendig. Auf jeden Fall hat er schon das eine oder andere gemacht, auch aus seiner Einwechslung. So, 25 Minuten, das 2-0. 4 Tore hat er gemacht, okay. Naja, und die 2 im Pokal, okay. Passt. Dann sind das 2-6. Mal gucken, ob er heute nochmal trifft. Erster Spieler Platt hat ja 4 Tore gemacht. Mal gucken. Heute sind es 28 Minuten. Das ist immerhin auch das Topspiel. Also für uns ist das ganz wichtig, weil wir unter Haching so auf 11 Punkte distanzieren könnten. Lukas, ja, die Verteidigung gefällt mir nicht so gut momentan. Ah, schade. Ja, das war nicht gut gespielt. So, Reno wieder im Tor. Letztes Spiel stand der Siegrist im Tor, den ich dann auch gegen Bremen bringen werde. Also ab der dritten Runde ist jetzt eh nur noch Bonus. Ja, Krüger, den kriegt der noch. Kriegt der noch. Hat er noch? Hat er noch? Und wieder Gamora. Der aber auch diesmal nicht den Ball im Tor unterbringt und nicht das 3-0 schießt. Da wäre es nämlich ein Lupenreiner-Trick geworden. 3 Tore in einer Halbzeit vom gleichen Spieler heißt Lupenreiner-Trick ohne Pause. Ah! Schade. Kann ich vorbei? Hashimero, der immer wieder ein bisschen für Unruhe sorgt da hinten drin. Und das war jetzt kein Abseits, oder? Ne, war kein Abseits. 3-0. Das war aber Komilanski. Das war die 11 diesmal. Ja, das war kein Abseits. Der stand nämlich noch hinter dem Ball. Ich habe den nämlich quasi von der Torauslinie reingedrückt. Und an dem Keeper von Unterhaching ist, glaube ich, Bayer Leverkusen interessiert, soweit ich das richtig im Kopf habe. Mantel, den müssen wir mal gucken, ob wir den vielleicht irgendwann verpflichten können. Aber ich brauche keinen. Ich habe ja. Ne, brauche einfach immer noch mal nochmal. Ja, nochmal ein guter junger Torhüter. Ich glaube, der ist auch nur 18 oder 19 Jahre alt, also noch relativ jung. Und dann ist Pause. 3-0 im Topspiel. Und so langsam kommen wir auch in die Fahrt. So. Jo, das sind die Zwischenstände. Es gibt nicht viele Führungen. Meppen führt in Lübeck 1-0 und Duisburg führt gegen Lautern auch 1-0.
Ja, und dann Magdeburg, verliert dann die Köln. Also alles andere fast 1-1-0-0. Und auch die Duisburger, die kommen momentan. Naja, soll mir egal sein. Wir führen jetzt erstmal. Wir gehen jetzt erstmal rein in die zweite Halbzeit. Wir führen mit 3-0. Haben alles soweit im Griff. Eigentlich sollte da nichts mehr einbrennen, oder? Fragezeichen. Naja, mal gucken. Ich habe schon durchaus mal andere Ergebnisse verspielt. Auch schon, wenn ich mal 2-0 führen. So, Kolasinac. Ja, gut gelöst. Gambula! War nicht schlecht. Pfostenschuss. Ja, doch. Schiedsrichter lässt laufen. Aber das war mal so ein bisschen wieder Willensleistung. Da war, ich will da durch. Ich versuche die Chance zu nutzen. Ja, ein komplett anderer Spielertyp als Felix Platte da vorne. Rein damit! 3-0! 4-0, Entschuldigung. Hat er sich gut durchgesetzt. Oh na, nutzt er die Chance. Also, wie gesagt, im ersten Spieltag gegen Toguchi traf Platte viermal. Das waren bis jetzt die meisten Tore in einem Spiel in dieser Saison bei uns. Mal gucken, ob Skanvula diesmal ebenfalls hinkriegt. Jetzt läuft er zumindest mal an auf sein viertes vielleicht jetzt noch. Jo. 5-0. 65. Minute. Jetzt hat er sein sechstes Ligator. So. Achim Mischak hat heute Geburtstag. Alles Gute wünschen wir und Tochter Sandy. Möchten auch Sie Ihre Liebsten grüßen? Dann schicken Sie jetzt Ihre Botschaft an die angezeigte Telefonnummer. So, Achimero, der gut gespielt hat. Jetzt hat er ein bisschen Pech gehabt, dass er da nicht vorbeikommt. Aber dann geht der Ball doch noch durch. Und dann macht es Kobylanski. Kobylanski rein ins Glück. 7-0. 6-0, Entschuldigung. Man schießt hier gerade mal einen Aufstiegsfavoriten mit weg. So, und das war jetzt das 0-6 und jetzt geht der Held vom Spiel aus dem Spiel. Zwei der Helden, sagen wir mal so. Ich wechsle ja doppelt aus. Vorbereiter, Torschütze werden jetzt gleich den Platz verlassen. Und da ist Kobylanski und der macht mittlerweile schon Tor Nummer 8. Und wenn das weitergeht, werden wir definitiv relativ zügig den Aufstieg klar machen. Und das ist das große Ziel. Mal gucken, was um den DFB-Pokal geht. Das wird wahrscheinlich alles nur ein Zusatz sein.
Mal gucken. Ich denke, wenn dann immer die großen Teams kommen, Bayern, Dortmund, wird es eine Nummer zu hoch werden für uns. Bremen weiß ich noch nicht. Aber wir haben Berlin niedergekämpft. So, Bujelab jetzt vielleicht noch mal mit einer Situation. Der aber nicht den Ball trifft. Ja, nicht das Tor trifft. Die Galke. Ja, der kommt. Jetzt hat Lukas. Dem ist das jetzt irgendwann zu blöd geworden. Krüger. Und Platte macht nicht sein Tor. Der ist eingewechselt worden, Galeas. Hat man heute ein bisschen Pause von Anfang an ein bisschen Pause bekommen, um ein bisschen durchzuatmen. Postoan, doch noch Platte. 7-0. Ja, tot zählt. Keinen Abseits. Höchster Ligasieg diese Saison. Und hier bei Bonsoan, der kurz durchgeht. Das Ding dann klar auch alleine machen können, aber funktioniert auch so. In der Platte müsste jetzt auch schon immer bei 15 Toren stehen, also ich glaube 14 oder 15 müsste er haben. 16er sogar. 16. Saisontor. Also ich habe mir da echt drei Top-Torjäger geholt. Mit Ganvula, mit Platte. Dazu Krüger, der ja in gegen Fair schon. Ach komm, du fällst mir in den nächsten weg, den Angriff. Ich hatte doch mal eine Chance. Ich hätte ihn nochmal reinlegen können. Aber ist egal. Am Ende ist es dann durch. Und wir gewinnen dieses Spiel 7-0. Ich meine, ob das 7 oder 8-0 gewinnen, ist am Ende auch egal. Aber ich mag es halt nicht, wenn man mir genau in dem Angriff den Ball wegpfeift. Den Angriff wegpfeift. Jo, das war's dann. Das war es dann sogar. 7-0 am Ende der Endstand. Und das war alles andere als unverdient. Das war definitiv verdient. So, hier noch kurz die Zwischenstände. Fersandhausen 1-2 ist gar nicht so schlecht. Und ja. Geh mal so ein Interview. Dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Ja, Kavula ist zufrieden, aber der wird natürlich jetzt hoffentlich ein bisschen zufriedener. Ja, geht auf glücklich. Ah, diese scheiß Siegesserie geht mir auf den Sack. Also, dass er jetzt mal fragt. Du kannst auch was anderes. Wir wollen langfristig auf jeden Fall was erreichen. Und das ist unser Ziel. Wie gesagt, wichtig ist der Aufstieg diese Saison. Mal gucken, wie schnell es geht. Momentan sieht es ja zu aus. So, nicht nachlassen. Jetzt noch mal drauf treten, das ist nicht so mein Ding. Definitiv nicht. Vielen Dank für diese Statements. Yes. Aber bin ich ziemlich zufrieden mit. So, dann sind wir durch für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind jetzt 5 Punkte vor Sandhausen. Und so viele Spiele dürften es auch nicht mehr sein. Dann dürfte nämlich der nächste Gegner um Sandhausen sein. Vielleicht sogar schon im nächsten Spiel. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder. Bis dahin und tschüss.